Einen wunderschönen guten Tag, Friends. Herzlich willkommen zurück. Vor ein paar Tagen war ich auf dem Flaconi Store Opening Berlin und ich habe eine dicke, fette Tüte an Goodies bekommen. Ich habe euch bei Instagram gefragt, ob ihr das sehen wollt. Ich packe so ein bisschen aus. Ich habe nur ein bisschen schon mal alles rausgelegt und mir angeguckt, aber jetzt schauen wir uns das Ganze in der Tiefe an. Und wenn ihr wissen wollt, was ich alles so bekommen habe, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das ist die Tüte, die ist ziemlich groß im Vergleich dazu die Tüte für die Sachen, die ich gekauft hatte. Ich hatte ein paar Sachen von Urban Decay gekauft, das hatte ich euch schon gezeigt. Und ich würde vorschlagen, wir greifen hier einmal in die Tüte einfach rein und wir schauen, was da so drin ist. Und als erstes habe ich hier ein Parfüm bekommen, das ist von Ether. Oder so. Sieht ganz cool aus. Ich glaube, das ist ein Herrenparfüm. Ich will es nicht auspacken, weil ich glaube, das kann ich meinem Cousin verschenken oder so. Genauso wie ich hier ganz, ganz viele Sachen drin habe, die doppelt sind, die ich in die Verlosungskiste für euch mache, denn ich plane ein ziemlich cooles Gewinnspiel und da sind echt ein paar Sachen drin, wo ich glaube, darüber würdet ihr euch freuen. Dann habe ich hier noch so eine Parfümprobe von oder so bekommen. Die Flakons von denen sahen richtig schön aus. Hier sieht man so einen. Das sieht aus wie so ein Steinei. Die waren wohl, glaube ich, richtig, richtig teuer. Ich habe nicht mal eine Webseite von denen gefunden. Vielleicht ist es ein Flaconi-Exclusive. Riechen tut es ganz gut. Eher so ein bisschen blumiger. Ist, glaube ich, ein Damenduft. Finde ich aber ganz schön. Ich gucke, dass ich euch das irgendwie rausholen kann. Alles, was ich hier finde, falls euch irgendwas davon interessiert. Ansonsten landet das in der Verlosungskiste. Dann habe ich hier von Illumi oder so. Das ist so eine kleine Box und das sind die Sleepwell und Wake-Up-Kapseln. Das sind wirkungsvolle Anti-Jacklet-Kombinationen aus Kräutern, Vitaminen und Mineralstoffen für einen traumhaften Schlaf und einen energievollen Start in den Tag. Das sind wohl, glaube ich, so zwei Kapseln, die man nimmt, wenn man irgendwie in Urlaub fliegt oder so und viel Zeitverschiebung hat, dass man einfach, ja, besser in den Schlaf finden kann und dann, wenn man dann aufwacht, in der neuen Zeit fit ist. Das ist vegan für Regeneration, für gute Schlafqualität und Anti-Jetlag sind 4 Kapseln drin. Wenn ich mal in Urlaub fliege, werde ich das Ganze ausprobieren. Ansonsten, glaube ich, macht das nicht so viel Sinn. Und dann gab es von Dior ein riesengroßes Buch fast mit verschiedenen Proben. Das sind die Capture Youth Produkte. Das ist eine Reihe von Dior, die eure Jugend fixieren soll. Und hier sind einmal ein Glow Booster, ein Plumper Filler, ein Matte Maximizer Laktatsäure, ein Polyphenol Drop und ein Peptid Drop plus die Creme. Die Sachen von Dior sind nicht ganz günstig. Ich habe das Ganze zweimal. Auch das kommt in die Verlosungsbox, weil ich glaube, vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch ja auch was. Dann gab es hier eine Full Size Packung von dem Sandy Jar von Giorgio Armani. Das ist eine Body Lotion. Sieht eigentlich ganz schön aus. Passt schön in meinen Hintergrund mit dem Orange. Kommt in die Verlosungsbox für euch. Will ich nicht aufmachen. Wäre sonst doof. Ich finde es immer so doof, so geöffnete Produkte zu verschenken oder zu verlosen an Leute, die ich gar nicht kenne. Aber da habe ich mich gefreut. Das war eine Full Size und die meisten Sachen hier sind ja doch Proben. Dann gab es ein Produkt von Kiehl's. Das ist dieses hier. Das ist das beste Produkt überhaupt. Das ist das Midnight Recovery Konzentrat. Das ist wie so ein Öl, das gibt man sich abends drauf. Ich habe das früher immer genutzt. Ich glaube, es liegt so bei knapp 30 Euro. Ich weiß es gar nicht. Da habe ich mich richtig gefreut, weil meins ist leer und irgendwie war ich zu Team Günstmaus, dass ich es mir nochmal gekauft habe. Da habe ich mich gefreut. Das ist so eine kleine Größe. Das sind ja, vielleicht 4 Milliliter oder so. Sehr, sehr schön. Dann irgendwelche Flyer. Dann sind hier nochmal von Illumi so 2 Detox-Kapseln für den Feststoffwechselformel. Finde ich sehr gut, da ich ja eh gerade beim Abnehmen bin, glaube ich, könnte man das mal probieren. Ich finde, es ist immer so schwierig zu sagen, ob 2 Kapseln dann auch was bringen. Deswegen kann ich euch da, glaube ich, nicht so ein gutes Feedback geben. Dann kommen wir hier zu ein paar anderen Produkten. Und einmal habe ich hier von Acqua di Stresa. Das ist, glaube ich, ein Duschgel. Genau, kann ich aufmachen, das ist nicht verschmeißt. Doch, es ist verschmeißt, es hat eine Kappe. Aber so ein bisschen kommt tatsächlich durch. Es riecht, glaube ich, blumig ein bisschen. Aber es sieht ganz schön aus. Ich mag diese Verpackungen, die so ein bisschen matter sind und so ein bisschen Textur haben. Dieses glatte Plastik, so wie das hier, finde ich immer nicht ganz so schön. Aber mein Gott, es ist eine Probe und es riecht, glaube ich, ganz schön. Das ist auch für euch. Und dann ist hier noch ein anderes Duschgel. Das ist von Atelier Cologne. Das riecht richtig gut. Das ist etwas für Männer. Es riecht so ein bisschen nach Zedernholz oder so. 40 Milliliter. Oh, toll. Wirklich richtig, richtig schön. Ich freue mich immer über so Proben, weil
man kann dann einfach so viele neue Sachen einmal ausprobieren. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das ist vielleicht auch was für euch, wenn ihr irgendwas habt, was ihr sagt, oh, das möchte ich mir mal gönnen oder so. Geht zu Douglas, geht zu Sephora, geht zu Flaconi in den Store in Berlin und fragt nach Proben. Meistens gibt es zu fast jedem Produkt eine Probe und ihr könnt das einfach kostenlos mitnehmen. Ihr müsst nichts kaufen und ihr seid euch dann einfach sicher, ob es euch dann gefällt oder halt auch nicht. Dann habe ich hier zwei richtig coole Produkte von Dior. Das sind einmal Lippenstifte. Ich werde das jetzt mal vor der Kamera aufmachen. Das kann man hier so aufziehen, wie so ein Reißverschluss. Oh, schade, kaputt gemacht. Und ihr habt hier zwei verschiedene Lippenstifte drin. Sehen sehr, sehr schön aus. Einmal in Matt und einmal in Matt Metal mit einem kleinen Lippenapplikator. Richtig, richtig süß. Die Dior-Lippenstifte sollen ziemlich gut sein. Ich habe noch nie einen ausprobiert. Ich trage ja auch nicht so oft Lippenstifte. Aber ich habe eine Idee. Und zwar ist hier noch ein bisschen mehr Make-up drin. Ob ich vielleicht mal so ein Tester-Make-up oder so mache. Würde sich vielleicht mal anbieten. Dann habe ich hier auch noch ein großes Dior Rouge Liquid. Auch das mache ich immer auf. Da habt ihr vier verschiedene Farben drin. Das sind die Liquid Lipsticks von Dior. Einmal in Jungle Matt, Poison Metal 999 Matt und Miss Satin. Ebenfalls mit so einem kleinen Pinsel. Ich glaube, das kommt dann auch in die Kiste, falls das in Ordnung für euch ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob es in Ordnung ist, dass ich das jetzt hier so aufgemacht habe. Ich fasse es nicht an und dass ich das dann vielleicht in die Verlosungskiste mache. Finde ich ganz süß. Ich finde das schön, dass es tatsächlich auch von wirklich High-End-Make-up ist. Tester gibt, weil auch bei Lippenstiften ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, einen Lippenstift zu kaufen und man muss ihn halt auch mal ausprobieren, wie steht er mir über den Tag, was kann ich dazu anziehen. Deswegen finde ich so Tester eigentlich ziemlich, ziemlich schön und eine gute Idee und mein Gott, das kostet dir ja auch nichts. Ich meine, was kostet der Lippenstift? Bestimmt 30, mindestens 30 €. Da kann man sich auch vorher mal einen Tester holen. Dann habe ich hier noch eine Parfümprobe von Atheroxyd Ether. Ich glaube, das ist das. Dasselbe? Ne, das ist Extreme Ether, Ultra Ether. Also es ist, glaube ich, dieselbe Firma oder so. Das riecht sehr, sehr gut. Auch das ist ein männliches Parfüm. Riecht so ein bisschen, ja, frisch. Finde ich ganz schön. Das werde ich heute mal über den Tag tragen. Ich glaube, das könnte. Ja, ich liebe Parfums. Wenn ihr meinen Bart sehen würdet, ich habe, glaube ich, 20 Parfumflaschen da stehen, weil ich es so schön finde, allein die schon so aufgestellt zu haben. Aber meistens habe ich tatsächlich immer nur zwei verschiedene Düfte drauf. Das sind so meine Signature Scents, die ich eigentlich immer trage. Und das ist einmal Job und einmal Valentino. Und das sind einfach für mich die schönsten, schönsten Düfte. Dann habe ich hier noch drei Proben von der Dior Forever Undercover Foundation. Alle in der Farbe 020. Ich habe eine gestern schon mal geswatcht. Von der Farbe her passt es fast. Oder von der Dunkelheit her. Sie ist aber ein bisschen rosastichig. Da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich eine davon benutze. Zwei sind dann für euch. Und als nächstes ein Produkt, auch nochmal von Dior. Das ist dieser, davon habe ich extrem viel gehört. Das ist ein Triple Volume Plumping Lash Primer. Genau, von Dior Show. Das ist ein Lash Primer, den man unter die Mascara gibt. Der soll 90% mehr curlen und 38% verlängern. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt leider schon Mascara drauf, sonst hätte ich euch das demonstriert. Aber ich überlege, ob ich tatsächlich euch diese ganzen Sachen einfach nochmal in einem extra Video zeige. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, falls euch das interessiert, dass ich euch mal so, ja, auch so wirklich, auch wenn es nur Proben sind und ich nicht die volle Größe gekauft habe, aber ich glaube, das ist in Ordnung für euch, weil ich bin ehrlich zu euch, nur damit ich die volle Größe im Video zeigen kann, ist für mich halt irgendwie als Team Günstmaus ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich das gerne mal ausprobieren. Wenn ihr darauf Lust habt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Dann habe ich hier mein absolutes, absolutes, absolutes Lieblingsprodukt von Dermalogica. Ich habe euch das noch nie gezeigt, weil es nicht günstig ist. Und das ist so ein Mikro-Peeling. Ist so wie so ein Puder. Es gibt ja so Haarpuder oder eigentlich, es ist wie Babypuder, nur ein bisschen gröber. In dem Moment, wo man das mit Wasser vermischt, schäumt das auf und es peelt die Haut extrem gut, aber auch sanft. Das kann man jeden Tag verwenden und ich habe das Ganze zweimal bekommen, also eins ist dann auch definitiv für euch. Dann habe ich hier noch eine kleine Seife, auch von Atelier Cologne. Die riecht so ein bisschen nach Orange. Orange. Da weiß ich, dass meine Oma sich freut, sofern sie nicht kaputt gegangen ist. Und als letztes habe ich hier von Kay, glaube ich, Balancing Wash. Kevin Murphy ist das. Achso, das ist ein Shampoo. Das
Okay, es riecht sehr, sehr reich. Also sehr, sehr. Letztes Mal, als ich gesagt habe, es riecht nach alter Frau, gab es richtig, richtig Ärger, deswegen sah ich es nicht. Aber es riecht halt nach jemand, der Geld hat für ein teures Shampoo auszugeben. Und tatsächlich war es das auch schon. Die Tüte ist leer. Es sind echt viele Sachen. Ein paar Sachen habe ich meiner Nachbarin gestern Abend schon gegeben. Da waren Shampoos von Redken und so dabei. Ich habe nicht so lange Haare, dass ich so viel Shampoo brauche und dass es wichtig ist, dass ich so ein Redken-Shampoo habe. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht, einfach mal zu gucken, was in dieser Tüte drin war. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das einfach nochmal aufzumachen und dran zu schnuppern. Ich liebe das, an Produkten zu riechen. Meine Idee ist jetzt, ich möchte ein Gewinnspiel machen. Wenn es für euch in Ordnung ist, packe ich ein paar Sachen von den Sachen, die ich hier doppelt und dreifach drin hatte, in die Gewinnspielbox. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr dazu Lust habt. Und dann werde ich das auf jeden Fall planen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir unbedingt den Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen. Und falls ihr neu seid, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und passt auf euch auf.